Bonjour oder hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu diesem kleinen Vlog. Ich befinde mich gerade in Boulogne-de-Sumer. Boulogne-de-Sumer ist, wie man schon am Klang, an der Stimmfarbe erkennen kann, in Frankreich. Und das ist die Nordsee. Mit unserem riesengroßen Balkon hier. Und da hinten ist Nausicaa. Nausicaa ist eins der größten Aquarien der Welt. Und da, beziehungsweise das größte Aquarium Europas auf jeden Fall. Und da gehen wir jetzt mal hin. Willkommen im Nausicaa. Und das Erste, was wir machen müssen, ist hier durch diese Welle durchgehen. Das machen wir jetzt mal. Corona lässt grüßen. Und dann sind wir jetzt hier drin. Und das ist schon eine geile Stimmung hier, ne? Müssen wir da in den Wellentunnel. Jetzt hat man hier eine Rolltreppe und dann geht's hier durch. Das ist echt mal. Also du kriegst hier eine geile Stimmung, dass du jetzt dass du jetzt abtauchst quasi. Finde ich sehr geil gemacht. Also und ich sehe schon ein bisschen mehr als ihr. Gleich mehr. Im Oktober werde ich das hier erleben. Das haben die hier schon mal so nachgebaut. Die haben hier einen Haikäfig. Wo dann halt der Hai ankommt und dass man mal so das Größenverhältnis ungefähr mitbekommen kann, wie groß der Hai ist. Und ja, vielleicht gehen wir auch mal aus dem Käfig. So, ich bin jetzt hier am Megalodon-Maul. Hier ist jetzt leider noch so ein Fotograf, der eigentlich nicht möchte, dass ich hier Videos mache, aber es ist mir gerade total egal. Weil ich will euch mal zumindest die Zähne zeigen, wie groß diese Zähnchen sind, so im Verhältnis. Und wenn man sich das mal anschaut hier, das ist schon ganz geil. Das ist halt geil gemacht, das ist echt geil gemacht. Hier nebenan das halt. So dieses Face-to-Face. Bock drauf. Mega viel Bock drauf. Und der Fotograf ist schon wieder am Gucken. Eine sehr geile Wand hier. Oh, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber es ist einfach ein großes Aquarium. Also ich würde euch gerne mehr erzählen, aber es ist gerade einfach mega laut hier. Sehr geil. Und jetzt kommt der Manta vorbei. Der hier drin lebt. Den filmen wir noch. Da kommt er. Das ist Hammer. Also, wenn man so ein Thema in Freiheit erlebt hat und sie wieder hier durchleitet, das ist schon krass. Also wenn man diese Größen kennt und dann einmal so einen Bezug dazu hat, ist schon krass. Schon richtig krass. Der Eintritt kostet 26,50 Euro und das hat sich schon gelohnt. Ich finde es echt mega beeindruckend, wie groß das hier ist.
auch was die für Becken haben. Und hier ist jetzt gerade ein riesengroßer Zackenbarsch. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so einen großen Zackenbarsch gesehen wie hier. Und das sieht echt krass aus. Also der hängt jetzt hier oben. Ich kann jetzt gerade nicht näher ran. Jetzt wird schön, nämlich hier dieser geile Tunnel. Sieht geil aus, oder? Und ich bin hier bewaffnet mit allen möglichen Kameras. Wenn ihr dazu ein Technikvideo machen wollt, hier zum 70-200er 2.8er G-Master oder zum Weitwinkelobjektiv, könnt ihr mir gerne mal Bescheid sagen. Dann machen wir da mal so ein kleines Produktvideo dazu. Hier vorne hast du auch Haie. Also es ist echt riesengroß, dieses Becken. Das ist echt Hammer. Gerade eben ist hier ein Manta rüber geschwommen. Ihr seht jetzt hier ein paar Bilder. Das ist halt echt geil. Sowas zu Hause. Sowas zu Hause finde ich gediegen. Also ihr findet in der Videobeschreibung findet ihr einen Donation-Link. Enttäuscht mich nicht. Hammer. Könnt ihr den ganzen Tag bleiben. Hier im Bett. Ja, und Kinder weg. Voll der Kinderhasser. Nee, aber ohne Scheiß sieht doch geil aus. Sieht doch echt gut aus. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Manta nochmal kommt. Aber ich glaube, das dauert hier, weil das Becken echt, Entschuldigung, dass ich das immer sage, riesig ist. Also, seht das hier? Ist echt Hammer. Hier oben sind Fledermausfische. Kennt man halt so alles auch. Fällt echt geil. Was mir auch sehr gefällt, diese kleinen Luken nach oben. Wir sind jetzt hier im Höhlenbereich. Also hier wäre Uwe zu Hause in diesem Bad. Mit Tiefsee und es ist so. Ohne Scheiß, es ist mit so viel Liebe gemacht worden. Überall kleine Videos, wo Sachen sind, die du halt nicht halten kannst. Animiert. Brauche ich nicht. Weiter geht's. Ich will das große Fenster sehen. Das wird Hammer. Das ist das Highlight des Ganzen. Ich habe keine Ahnung, wie groß diese Scheibe ist. Aber es ist einfach so dermaßen beeindruckend, wie groß dieses gesamte Konstrukt ist. Man hat auch hier eine riesige Fläche. Ich gehe mal hier rüber. Richtig krass. Wenn man sich das so. Ich meine, ihr kennt ja die Legria, ne? Was die für einen Weitwinkel hat. Und jetzt seht ihr hier mal ein paar Bilder hiervon.
natürlich darf das Mittelmeer nicht fehlen. Und wenn man sich mal die Kreativität hier anschaut, der Becken, ist auch ziemlich, ziemlich cool gemacht, was dem Zuschauer ziemlich einen geilen Eindruck gibt, so als wenn er sich wirklich unter dem Meer befinden würde. Was ich so auch noch nicht hatte. Ne? Ich meine, klar, man kennt so einen Bogen, aber dass man sich jetzt hier vor so ein Aquarium stellt, schon geil. Auch dieses Verspielte mit dem Wracks, sehr, sehr schön gemacht. Nur ein paar Muränen jetzt mal kommen. Wieder am Eingang, nach circa, lass mich nicht lügen, 3 Stunden. 3 Stunden, auch ein bisschen Ruhe, ein bisschen gemütlich, ein bisschen fotografieren. Ich habe jetzt zum Schluss wesentlich weniger fotografiert, weil es einfach wirklich so dermaßen voll geworden ist. Es ist halt ein Wochenende und dazu hatten wir noch richtiges Scheißwetter. Und ja, das sorgt halt dafür, dass halt sehr viele Leute hier hinkommen. Ich muss sagen, sehr viele respektlose Leute, die einfach sich egal wo vorschieben, anrempeln und alles. Und da bin ich überhaupt kein Freund von. Ich bin eigentlich so ein Freund von Rücksicht nehmen, jemanden mal durchlassen und so. Das wird hier auf jeden Fall nicht groß geschrieben. Also wenn ihr hinkommen wollt, nehmt euch auf jeden Fall in der Woche 1-2 Tage Zeit. Ein Tag Anreise, gibt hier eine Menge Hotels direkt vorne an. Und dann geht man ganz gemütlich hier in der Woche durch, weil ich glaube, dann kann man sich das richtig genießen und richtig gönnen. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Also wie gesagt, 26,50 Euro kostet der Eintritt. Man kann sich noch so ein Audio-Ding holen, was ziemlich cool ist. Was ziemlich cool ist, man hat hier überall diese Tondinger und hier hält man einfach diesen Hörer ran und versteht dann was, ja, oder kriegt dann so eine kleine Erklärung zu den jeweiligen Dingern und das bockt auf jeden Fall. Also die Reise war es wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das große Becken, einfach gigantisch. So, das war mal wieder ein kleiner Vlog. Ich bin raus. Gut, Schuss, bis zum nächsten Mal, euer Commander. Es gibt noch ein kleines Schlusswort von mir. Und zwar fragen viele Leute, wie ich solche Aquarien finde, warum ich sowas unterstütze. Natürlich, ganz ehrlich, Freunde, ist es schöner, solche Tiere, solche anmutigen Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum in der freien Natur zu sehen. Jedoch fand ich das Nausicaa wirklich enorm beeindruckend, wie ihr es mehrmals gehört habt. Es ist wirklich durchdacht und diese Becken sind wirklich enorm groß. Strömungen, Jahreszeiten werden simuliert. Und dann, wenn überhaupt, ist das der richtige Weg. Es wurde enorm viel Aufklärung betrieben. Es wurde enorm viel zum Thema Klimawandel erzählt, dass junge Leute auch direkt damit in Berührung kommen. Allerdings muss ich auch ein bisschen Kritik äußern. Es gab halt leider nur Plastikflaschen zu kaufen, was ich ein bisschen schade finde. Ich bin Taucher und Taucher haben vermutlich alle ein großes Herz für diese Tiere und geben auch eine Menge Geld aus, um diese Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen. Allerdings muss man auch sagen, ein Großteil unserer Gesellschaft wird wahrscheinlich nie das Glück haben, solche Tiere in der freien Wildbahn lebend zu sehen. Wie sollen diese Leute sensibilisiert werden, um sich für den Schutz der Meere einzusetzen? Nachforschung, Forschung überhaupt, Züchten sind alles Projekte, die im Nausicaa betrieben werden. Und ich finde, es gibt ein schönes Zitat und damit möchte ich dieses Video beenden. Man kann nur das schützen, was man liebt. Bis zum nächsten Mal, euer Commander.